Du hast ja eine American Express Platinum oder Goldkarte zugelegt und arbeitest jetzt nun eben daran, den Kartenumsatz zu erzielen, damit du den Willkommensbonus abgreifen kannst, dann ist genau dieses Video das Richtige für dich, denn ich möchte hier meine Tipps mitgeben, dass du dieses Ziel schleunigst erreichen kannst. Zuallererst ist es besonders wichtig, den Punkteboost zu beantragen. Das heißt, du kannst hier bei American Express anrufen, zahlst dafür 15 Euro pro Jahr und bekommst statt einem Punkt pro Euro 1,5 Punkte pro Euro und hast so bis auf 20.000 Euro Kartenumsatz nach aktuellem Stand entsprechend eine viel bessere Möglichkeit, mehr Punkte zu bekommen. Als nächsten Schritt überleg dir mal ganz genau, wo du innerhalb der letzten Monate deine Online-Zahlungen vollzogen hast. Das würde ich mir ganz genau Schritt für Schritt mal aufschreiben, dass du ganz genau weißt, wo du die Karte entsprechend hinterlegen kannst. Ebenfalls kannst du die American Express Karte bei PayPal hinterlegen und mit Google Pay sowie auch Apple Pay verknüpfen. Dann überleg dir ganz genau, wo du überall deine Bestellungen online durchführst, denn überall, wo es möglich ist, kannst du hier deine American Express Karte hinterlegen und auch entsprechend jedes Mal die Zahlungen dazu durchzuführen. Ein weiterer Punkt ist das Thema Miete, und zwar kannst du hier mal deinen Vermieter fragen, also sofern du natürlich zur Miete wohnst, ob du nicht dem Vermieter die Miete per PayPal bezahlen kannst, was für dich den Vorteil hat, dass du hier natürlich auch zügig weiteren Kartenumsatz sammeln kannst, um hier entsprechend schneller das Ziel zu erreichen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch für eng Vertraute gewisse Dienstleistungen, Urlaube oder sonstiges zu bezahlen. Das heißt, du gehst mit deiner Karte in Vorkasse und im Nachgang überweisen sie dir entsprechend die Summe für die jeweilige Dienstleistung oder Ware. Und ein weiterer Tipp, den ich dir noch geben möchte, ist, dass du Lastschriften auf Überweisung umstellen kannst, diese dann entsprechend von einer eng vertrauten Person bezahlen lassen kannst und du sendest der eng vertrauten Person dann die jeweilige Summe per PayPal zu über deinen Amex-Account. Hier allerdings ganz, ganz vorsichtig sein, das natürlich auch nur in begrenzten Summen. Denn auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann eine Limitierung für sein Konto bekommen kann, um so dann auch natürlich am Ziel gehindert sein kann, den Willkommensbonus zu erreichen. Das sind aber so die wesentlichen Tipps, die ich dir hier an der Stelle geben kann, wie auch ich persönlich meinen Kartenumsatz von 6.000 Euro für die Platinum-Karte erreicht habe. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, was bringt denn so eine American Express Platinum-Karte an Vorteilen mit. Ich habe hierzu bereits ein Video auf meinem Kanal hochgeladen, wo ich dir mal ganz einfach aufgezeigt habe, was die Karte gekostet hat, was sie mir gebracht hat und mal so die grundsätzlichen Vorteile, wo du dann für dich daraus erkennen kannst, okay, macht das für mich persönlich Sinn oder eben weniger. Von daher abonniere jetzt den Kanal, wenn dich solche Inhalte interessieren und du ebenfalls Lust hast, exklusive Rabatte auf Reisen zu bekommen. Bedanke mich hier fürs Zusehen. Wir sehen uns online. Euer Benni. Ciao.